Die Disjunktion ist eine weitere zweistellige Verknüpfung von Aussagen. Auch hier in der Wahrheitstafel wieder zu sehen, wie sie definiert ist. Wir haben hier wieder unsere beiden Aussagen A und B und eben alle Kombinationsmöglichkeiten, die man aus den beiden Wahrheitswerten bilden kann. Und das ist dann hier rechts die Spalte, wo man sehen kann, wie eben die Disjunktion definiert ist. Sie hat an ganz vielen Stellen jeweils eine 1, nur in einem Fall, da wo nämlich die Variable a und die Variable b beide den Wahrheitswert 0, also falsch haben. Ja, nur in diesem einen Fall ist auch die Disjunktion gleich 0, also falsch. Formulierung zur Disjunktion sieht so aus, dass ich hier habe A oder B. Ich trinke Apfelsaft oder ich trinke Birnensaft, jeweils vorausgesetzt, dass so unsere beiden Aussagen definiert sind. Und das kann man natürlich textuell auch noch etwas schöner ausdrücken. Ich trinke Apfel oder Birnensaft hat dieselbe Bedeutung. Es lässt sich also hier dieselbe Abkürzung daraus aufschreiben.